So, Folks, Ladies and Gentlemen, ich habe den nächsten fertig. Das ist der Excelsior Stufe 5 Premium Heavy der Briten. Ein etwas älteres Kaliber mittlerweile. Der Panzer ist ein Premium schwerer Panzer mit Special Matchmaking. Wird auch ganz gerne mal als Premium Matchmaking bezeichnet. Das heißt, er hat kein Plus 2 Matchmaking, sondern nur ein Plus 1 Matchmaking, kann keine 7er im Gefecht treffen, außer ihr spielt im Zug. Und im Zug ist ein Zugkamerad, der einen 5er mit regulärem Matchmaking spielt. Das soll es dann auch schon zum Matchmaking gewesen sein. So, der Excelsior. Ich habe die Crew also hier noch steht zwar Churchill 1, es ist aber die Crew aus meinem Super Conqueror. Plus ein optionales Crewmember, weil der Super Conqueror nur 4 hat. Der hier ist ein übrig gebliebenes Crewmember von den Briten gewesen, den ich dann noch reingepflanzt habe, um die 5-Mann-Besatzung voll zu machen. Von der Skillung her recht basic, würde ich sagen. Waffenbrüder, sechster Sinn, fahren wie auf Schienen, ruhige Hand, Weitsicht, sichere Lagerung, Reparatur, Späher. Dann habe ich hier noch den Büchsenmacher drauf, das geht in Richtung vom Super Conqueror. Funktioniert aber auf dem Excelsior auch ganz gut und durch das, dass die Crew davor auf dem Churchill war, ebenfalls. Gehe ich aber noch im Detail drauf ein. Dann den Geländespezialist, um die Auswirkungen von weichem und mittelhartem Boden etwas zu reduzieren, dass der Panzer nicht so unwahrscheinlich träge wird. Und hier im Ladeschützen noch Adrenalinrausch, ist aber noch nicht voll ausgebildet. Warum den Büchsenmacher? Das geht zusammen mit der Panzerung. Sorry. Die Turmpanzerung an der Front hat 114 mm, was recht wenig ist. Dem Panzer wird gerne frontal durch den Turm geschossen, weil man auch sehen kann, dass der Turm einfach nur flach ist. Keine Winkelung drin, gar nichts. Und damit ist halt die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass frontal durch den Turm geschossen wird. Und dabei zieht es einem regelmäßig den Richtschützen und auch öfter mal die Kanone. Das Problem gab es beim Churchill auch schon. Also beim Churchill 1 und der Super Conqueror, durch das, dass er einfach Halldown ein absolutes Biest ist, kriegt gerne mal HE aufs Gesicht gedrückt und dann fliegt ihm auch die Kanone. Deswegen ist hier der Büchsenmacher am Skill. Zu den Strukturpunkten. 880 Hitpoints hat er. Das ist ein guter Wert. Es ist nicht Top-Wert, aber der Wert ist gut. Damit kann man arbeiten. Wanne 114 Front, 32 Seiten, 108 am Heck. Turm, wie gesagt, 114 Front, 92 Seiten und Heck. Wie man sehen kann, 32 mm Seitenpanzerung sind jetzt nicht ideal zum Sidescrappen. Dazu hat der Panzer eine Ähnlichkeit zum Churchill, dass er über die Ketten Schaden nimmt. Also wenn er nur minimal gewinkelt ist, geht der Schuss durch und trifft auch die Wanne. Ich habe es jetzt nicht gehabt, dass es direkt von frontal auch funktioniert hat, aber ich habe das von anderen Spielern schon gehört, dass das bei ihnen funktioniert hat. Ist mir jetzt nicht passiert beim Gunmark Grind. Von daher kann ich es nicht bestätigen. Feuerkraft ist der Grund für das Special Matchmaking. 110 Average Damage, also einen recht niedrigen Alpha-Schaden. 91 Durchschlag auf der AP, das ist der Grund für das eingeschränkte Matchmaking. 19,89 Schuss in dem Setup, wie ich ihn gespielt habe. 3,02 Sekunden Ladezeit. Minus 13 Grad Gun Depression, das ist natürlich bombig. Und 20 Grad Gun Depression, Gun Elevation, sorry.
1,86 Sekunden Zielerfassungszeit. Die ist aber auch, ich würde jetzt nicht sagen, ein gegebener Wert, sondern da werden die Soft Stats, also die Stats, die dahinter versteckt sind, wie üblich in der Garage nicht angezeigt. Die Soft Stats, die dahinter stecken, sind nicht so prickelnd. Also nach dem Schuss geht der Aim-Kreis sehr weit auf. Aus der Turmdrehung oder Fahrt ist der Aim-Kreis sehr weit offen. Da wird deutlich länger als die Zeit eingezielt. 0,38 Genauigkeit ist ein nicht so prickelnder Wert, vorsichtig formuliert, also über größere Entfernung streut der Panzer ganz ordentlich. Da ist die Genauigkeit einfach nicht so der Hit. Über kürzere Distanzen funktioniert der Panzer ganz gut, aber da muss man halt auch wieder vorsichtig sein, wie spiele ich ihn, weil die Panzerung einfach nicht so der Knaller ist. Der DPM mit 2188 ist jetzt auch nicht wirklich hoch, also da ist man ungefähr bei Churchill-Niveau. Das liegt aber daran, dass das einfach so einen extrem niedrigen Alpha hat. Und wenn ich jetzt sage, nicht genug Schuss rauskriegt bei fast 20 Schuss, das klingt ein bisschen seltsam. Aber die Kombination Feuerrate und Average Damage ist halt der limitierende Faktor für den DPM. Die Überlebensfähigkeit hatten wir. Beweglichkeit ist dann wieder so ein Punkt, wo ich sage, das war deutlich angenehmer, diesen Panzer zu spielen als den Churchill. Den Churchill habe ich direkt davor gedreimarkt. Der Panzer fährt 38,6 km/h vorwärts und 12 rückwärts. Das ist natürlich ein Luxus. Also diese Flexibilität, die der Panzer durch die Geschwindigkeit mitbringt, ist angenehm. Und das war auch so ein Punkt, wo ich gesagt habe, ja, das macht Spaß, weil einfach man kann auf Gefechtssituationen reagieren und man hat auch noch die Möglichkeit, sich hin und her zu verlegen auf der Map, wenn man sieht, irgendwo knickt das Gefecht oder bricht eine Flanke ein. Tarnung, keine Tarnung drauf geskillt. Ich habe nur angemalt, also die Tarnung drauf gemalt und damit sind wir dann bei 10, knapp 10,5 stehend. Und 2,59 beim Schießen. Also heavy typisch, nichts Besonderes. Die Sichtweite mit 391 Metern bei beiden voll ausgebildeten Sichtperks. Es geht, aber sie ist nicht wirklich gut. Ich hatte mit den Gedanken gespielt, Optiken zu verbauen, hatte sie auch mal kurzfristig drinne, aber dann wird das Gunhandling wirklich grauenvoll. Also die Option mit Optiken zu spielen besteht natürlich, aber es ist egal, was man hier ersetzt. Es geht entweder zu Lasten vom Gunhandling oder vom DPM. Nehme ich die Lüftung raus, verliere ich logischerweise in dem Zusammenhang Einzielzeit und Reload, heißt Gunhandling wird schlechter und die Nachladezeit wird länger. Ersetze ich den Waffenrichtantrieb, dann habe ich logischerweise eine schlechtere Einzelzeit. Der DPM bleibt aber gleich. Ersetze ich den Ansetzer, sinkt der DPM signifikant. Das Gunhandling an sich bleibt aber gleich. Deswegen habe ich mich für dieses Setup hier entschieden. Die erbeutete Lüftung, den erbeuteten Waffenrichtantrieb und den erbeuteten Ansetzer. Mit dem Setup bin ich am besten gefahren. Munitionsloadout habe ich angepasst gehabt während dem Gunmark Grind. Ich hatte erst 40 AP und 30 APCR, 5 HE. Habe ich auf gleiche Zahl umgeswitcht, weil die Pen einfach auf dem Panzer so schlecht ist, dass man relativ häufig APCR schießen muss. Und ich mehrfach dann in die Situation gekommen bin, dass ich meine ganze APCR verschossen hatte. Was mir allerdings in dem Setup auch noch passiert ist. Zur Munition an sich. Die APCR hat auch nur 144 mm Pen, also es ist auch nicht der Überflieger.
Was bei beiden Munitionssorten relativ niedrig ist, ist die Mündungsgeschwindigkeit 619 Meter pro Sekunde auf der AP und 774 Meter auf der APCR. Also da auch wieder ein minimaler Bonus auf der APCR im Gegensatz zur AP. Die restlichen Geschichten hier, ich habe den Feuerlöscher drinnen gelassen. Ich habe ganz ohne Pudding gespielt, weil der Panzer sehr gerne brennt. Also Arti-Treffer aufs Heck zünden ihn sehr gerne an und auch mal unbedacht irgendwo um eine Kurve gefahren, brennt er auch sehr gerne. Also die Brandwahrscheinlichkeit ist relativ hoch. Deswegen bin ich die ganze Zeit mit Feuerlöscher gefahren. Dazu kleine Ersatzteilkiste und kleines Medkit. Das hat aber auch vollkommen ausgereicht, um den Panzer zu marken. Damit sind wir soweit eigentlich, was das angeht, durch. Können noch kurz gucken, wie viele Gefechte ich jetzt hier gebraucht habe. Sechsunddreißig Gefechte. Ich hatte auf dem Panzer aber 84, irgendwas Gunmark Fortschritt drauf. Und habe dann nach dem ersten Gefecht einen Drop gehabt, bin aber nicht mehr unter die 65% gefallen. Also ich bin, glaube ich, bei 77% gelandet oder sogar noch weniger, das weiß ich jetzt gar nicht mehr genau, habe ich mir nicht gemerkt. Also ich bin auf jeden Fall etwas gedroppt. Und durch das, dass ich die erste Gunmark schon drauf hatte, habe ich auch in dem Zusammenhang nur die Gefechte für Gunmark 2 und Gunmark 3. Das soll es dann auch wirklich schon fast gewesen sein. 60,2% Winrate habe ich auf dem Panzer. Aber mehr gibt es wirklich nicht mehr zu sagen. Würde ich den Panzer empfehlen? Nein, würde ich nicht. Aus diesem einfachen Grund, weswegen ich auch viele von diesen anderen Fünfern mit eingeschränktem Matchmaking nicht empfehle, das ist die Kanone. Also ihr kauft euch einen Premium-Panzer, der mehr oder weniger darauf angewiesen ist, viel APCR zu schießen, viel teure Munition zu schießen. Und das ist so ein Punkt für mich, wo ich einfach sage, ja, wenn ich mit einem Premium-Panzer in der Lage bin, hohe Minussummen einzufahren, dann ist der Premium-Panzer in dem Zusammenhang obsolet. Also ich habe hier diverse Matches gehabt. Minus 45.000 Credits. Moment, das müsste man eigentlich auch hier sehen, wenn ich die Replays nicht schon gelöscht hatte. Ach, da haben wir schon wieder mal so ein Gefecht, wo keine Daten drin stehen. Also 45.000 minus, ich glaube, das ist doch geschickter hier rüber. 45.000 minus, 39.000 minus, 9.000 minus, 13.000 minus, da habe ich plus gemacht, 30.000 minus knapp. Also wie man sehen kann, das ist der APCR-Einsatz. Wenn die Schüsse nicht alle treffen und nicht alle durchschlagen, dann geht das Minus ganz schnell auch mal Richtung 50.000. Das ist der Grund, warum ich einfach der Meinung bin, dieser Panzer ist ja mehr oder weniger hinfällig, weil er als Premium-Panzer maximal zum Crew-Skillen dient, aber nicht zum Credits verdienen. In diesem Sinne würde ich sagen, gehen wir gleich zum Replay für die Gunmark Nummer 2. So, Folks. Gunmark Nummer 2 auf der Karte Kloster. Es ist ein 6er Match und Kloster ist so
Da bin ich mal ein bisschen hin und her gerissen, ob ich die 8er, 9er spiele oder die 1er, 2er. Kommt auch immer sehr stark darauf an, was für Panzer im Team sind oder im Gegnerteam und wie viele Artis. Also wenn ich jetzt wie in dem Fall im Gegnerteam 5 TDs habe, die häufig hier hinten Stellung beziehen, brauchen dann nur einen Spotter, der davor steht, dann meide ich die Position ganz gerne und fahre stattdessen hier drüben lang. Dazu bei vielen Artis ist halt auch immer gerne der Fall, dass die hier drüben stehen und hier reinschießen können. Ebenso stehen sie aber auch ganz gerne hier und decken einen dann auf der Straße ein oder hier oben. Ist immer ein bisschen ein zweischneidiges Schwert. Ich hatte mich auf der Karte oder der Situation, soweit ich das noch in Erinnerung habe, dazu entschlossen, die 1er 2er zu spielen. Und mehr oder weniger gegen die Heavys zu kämpfen. Ganz konventionelle Anreise jetzt. Ich nehme die untere Straße, weil da einfach schneller ist. Ich muss nicht erst den Berg hoch und dann wieder den Berg runter zu fahren. Ich fahre einfach mehr oder weniger fast ebenerdig. Also da habe ich, glaube ich, irgendwas. Entweder hatte ich was geguckt oder. Ich war kurz abgelenkt, weil normalerweise fahre ich nicht grundlos irgendwie Richtung Wand. Ich sehe, dass der T40 hier knallhart nach vorne fährt. Immer wieder so ein Thema, ist es clever oder ist es nicht clever, dann mitzufahren und zu supporten, aber ich bin jetzt hinterher gefahren. Sehe jetzt auch hier direkt die Option zu flankieren. Also M8, KV1S und Excelsior sind jetzt natürlich potenzielle Ziele für mich. Auf die Kette. Und hier jetzt auf den Excelsior. Es ist momentan noch AP. Wie man sehen kann, bin ich jetzt hier angewinkelt. Möglichkeit habt ihr zu durchschlagen mit der AP. Geht nicht, lad um auf ABCR und dann geht es einfach geradeaus durch den Turm. Jetzt natürlich erstmal die Anzahl an Kanonen reduzieren. Von der Kanonenposition beim 1S kann ich sehen, dass er nicht auf mich gezielt hat, deswegen bin ich einfach stehen geblieben. Und ich muss jetzt natürlich hier nach vorne Druck machen, weil die Arti ein Herz für mich hat und wie man sehen kann, Kommando raus, Richtschütze raus, Funker raus. 900 Damage soweit. Ich gucke, ob ich irgendwo die Möglichkeit habe, bisschen Damage zu machen. Das Problem ist natürlich jetzt, ohne Commander kann ich nicht spotten, deswegen fahre ich einfach direkt aggressiv nach vorne. Ich habe die Möglichkeit jetzt hier an der Erhöhung oder an der Auffahrt Aldown zu spielen. Bin auch wieder zurück auf die AP. Ja, das ist halt das Gun Handling, also Snapshots will er nicht.
jetzt den... Die hat die Kanone nein gesagt. Sammel hier nebenher noch Assist Damage auf dem T6. Ja, das sind diese Schüsse, die nicht voll durchgezielt sind. Da ist die Kanone einfach unzuverlässig. Mein Commander jetzt zurückgeholt. Und da kann man auch sehen, wie ungenau die Kanone auf größere Entfernung ist. Also die streut er mehr oder weniger über den gesamten Aim-Kreis. Und ich setze mich jetzt einfach an den Cap und mache Cap-Druck. Bisschen nach vorne fahren, dann kann ich noch auf den ELC schießen. Hab mir an der Stelle dann gedacht, egal. Drauf. Jetzt noch den Chaffee, sobald die Kette wieder drauf ist. Ich habe bei dem Panzer auch das Gefühl gehabt, dass die Kettenreparaturzeit extrem lang ist, obwohl er fast eine 100% Reparaturbesatzung hat. Also es war ja, glaube ich, ein Crewmember bei 90 Ungrad Prozent und alle vier anderen haben 100% Reparatur. So, das war Replay Nummer 1 für die Gunmark Nummer 2. Damit gehen wir direkt zum Kampfbericht. Wie man sehen kann, die zweite Gunmark Überlegenheitsabzeichen, zweite Klasse. 47.211 Credits und 3078 Erfahrung. Im Teamscore damit auf dem ersten Platz gelandet, mit dem Damage nicht ganz auf dem ersten gelandet. 4 Kills, 1080 Basiserfahrung, der detaillierte Bericht, 32 Mal geschossen, 27 Treffer, 17 Durchschläge. Also das ist so ein bisschen sinnbildlich für die Gun, für das Trefferbild von der Kanone. Wenn man sich nicht die Zeit nimmt und voll durchzielt, dann sieht es so aus. Wie gesagt, 1537 Schaden, 10 Treffer erhalten, 8 Nichtdurchschläge und 2 Splash bzw. HE-Treffer. 920 Damage abgewehrt, blockt bei Armor. 2 Gegner aufgeklärt, 7 beschädigt, 4 zerstört und 134 Assist bekommen. Knappe 2 Kilometer gefahren und in der Runde 25.000 Credits plus gemacht. Aber wie gesagt, das ist immer so ein bisschen fragwürdig, ob die Angaben stimmen oder nicht. Und damit gehen wir direkt zu Gunmark Nummer 3. So, das ist die Karte Minen. Eine Karte, die ich auf der Stufe noch relativ gerne spiele, sage ich mal, weil sie passend ist. Die Sichtweiten sind nicht so exorbitant, wogegen ich dann im High-Tier sage, das ist absolut, die Karte ist deplatziert, die hat da eigentlich nichts mehr zu suchen. So, wir sind im 6er Match, KV-85, Churchill 3, 2x Excelsior dagegen, die Matilda kann man theoretisch noch als Heavy reinrechnen. Und ich könnte hier hochfahren. Mehr oder weniger Halldown spielen, ist aber nicht so mein Favorit wegen der Hummel und wegen dem T-34-85. Das ist ein Panzer, der meiner Meinung nach sehr stark ist auf seiner Stufe. Und da will ich mit einem Panzer, der Average performt, nicht unbedingt dagegen halten, weil jetzt ziehe ich den kürzeren. Die Stelle hier drüben auf der D-Linie in diesem kleinen Dorf ist auch nicht so mein Favorit, weil dann muss ich wahrscheinlich gegen den KV-85 ran. Churchill 3, das sind häufig APCR-spammende Maschinengewehre, sage ich mal vorsichtig. Und da kann die Panzerung vom Excelsior dann halt auch nichts mehr machen, da kommst du auch nicht weg. Wenn der dich zerpflückt, der zerlegt dich so schnell.
Und deswegen habe ich mich an der Position dazu entschieden, hier die kleine Insel zu bespielen. Versuchen, hier rüber zu pushen, wenn möglich Schüsse in die Heckpartien von den Gegnern zu bekommen, hier zu spotten. So gut es geht mit der Sichtweite, die er halt zu bieten hat, der Excelsior. Sind jetzt auch keine extrem starken TDs im Gegnerteam vorhanden. Stuck 3G ist, sage ich mal, der einzige, wo ich sage, das ist ein starker Jagdpanzer. Stuck 4 ist mit der Kanone einfach ein Underperformer. Hetzer, weil die Derp Gun, die kann zuverlässig Damage machen. Und Stuck 3B ist, ja, ich würde mal sagen, vom Prinzip her ist es ein Hetzer mit schlechterer Panzerung oder beziehungsweise schlechterem Panzerungslayout. Ich habe hier einen Doppelbusch vor mir und der BT7 geht aber in dem Moment auf, klärt mich auf. Wie man sehen kann, schieße ich hier jetzt APCR. Die Matilda getrackt, da ist das Stuck. Ziehe mich ein bisschen zurück. Stuck 3 hat sich hier schon fast weggeschmissen. Ich sehe, dass meine zwei Light Tanks hinten Probleme bekommen. Den BT7 noch im Versuch zu treffen, aber dann ist der T28 F30 einfach, oder T28E F30, da richtig beschissen geschossen. Der war eigentlich relativ gut gezielt, aber der Schuss ging ewig weit nach links. Der war auch okay, der ging drüber. Da hat er gestoppt. Einfach versucht, den Verbündeten M5 so lange wie möglich am Leben zu halten. Jetzt haben sie hier keinen mehr, der mich einfach so spotten kann. Ist doch aufgeklärt worden. Wahrscheinlich die Kette zu weit übers Gebüsch rausgefahren. Also dieses Gebüsch hier hat mir Deckung gegeben. Die Matilda steht hier unten, ist ja hier runter gecrossed, die wird hier stehen. Ich bin zu weit vorgefahren und damit hat er zu viel von meinem Panzer gesehen. Ich konnte ihn aber noch nicht sehen. Also ein kleiner Fehler von mir. Habe ich jetzt aber nur mit 51 Damage bezahlt. Also alles noch gangbar. Wie man sehen kann, der T3485 hat sich den Hell geholt. Das war genau der Grund, warum ich da nicht hingefahren bin, weil es ist einfach, der Excelsior ist kein Match für den. Da kommt wieder die Genauigkeit von dem Panzer ins Spiel. Oder die Ungenauigkeit, wie man will. Die Schüsse sind nahezu voll durchgezielt. So, Nummer 1 recycelt und jetzt kommt hier natürlich die Matilda dran. Suche hier den Weak Spot bzw. die soften Stellen in der Panzerung. 1080 Damage, 350 Assist. Nur noch 10 APCR, das hatte ich ja in der Garage angesprochen. Bei dem richtigen Matchverlauf könnt ihr den Panzer leer schießen bzw. selbst diese 35 APCR sind dann sehr schnell weg. Ich sehe jetzt den KV-85 hier, der durchfährt. Aber ich möchte erstmal den Excelsior hier weg haben. Und wenn ich halt da wieder genau in dieser Position, dass die Pen einfach nicht ausreicht. So, jetzt kommt der Churchill 3. Und ich muss mich jetzt für eine Seite entscheiden. 6 zu 7, es ist noch relativ ausgeglichen. Ich versuche hier dem Medium zu helfen. Nicht durchgekommen hier, aber jetzt den Kill bekommen, leider aber zu langsam gewesen. Der T6 hat die Nummer nicht überlebt. Da kommt die Hummel. Ich habe nur noch einen Schuss APCR und jetzt versuche ich natürlich den Churchill daran zu hindern, hier zu crossen.
versuche hier die Kette irgendwie zu erwischen. Habe mich jetzt auf den Turm umorientiert. Der Schuss ging viel zu weit nach rechts, war aber auch nicht voll eingezielt. Also wie gesagt, dieses Gunhandling ist jetzt nicht so spektakulär. 28 Panzer ohne Panzerung, mega lucky, dass ich da getroffen habe. Also der erste, der war überhaupt nicht gezielt. Da wieder ein bisschen bewegt und gleich geht der Schuss in die Botanik. Churchill 3 schießt AP. Ich weiß aber, dass der M5 noch dahinter steht. Ja, und jetzt stecke ich in der Problematik, dass ich einfach 91 Pen habe und relativ wenig Möglichkeiten, die Gegner hier zu beschlagen. Der Turm vom Churchill 3, der ist noch gangbar am Weak Spot, wie man jetzt sehen kann. Also hier, wo ich hinziehe, das ist ein Weak Spot. Da komme ich auch auf die Entfernung noch mit AP durch. Der war jetzt fast komplett gezielt. Das eigene Team ist zusammengeklappt. Das war ein Blind Hit. Jetzt steht er nicht mehr da, aber ich kann einfach nichts mehr machen. Ich muss gucken, dass ich jetzt gleich zum Base Dev zurückfahre. Und da reicht nicht mal mehr die Pen für einen Hetzer. Also das war einmal Oberwanne und einmal Unterwanne. Da ist die Pen einfach zu niedrig mit 91. Wieder in Deckung gehen vor der Arti. Ich kann hier nichts mehr machen für die verbündete Artillerie, um die irgendwie am Leben zu halten. Amen, amen, amen. Zu kurz. Zu weit rechts. Also wie gesagt, das Gunhandling ist nicht. Ja, und das war jetzt dann mehr oder weniger die Besiegelung von meinem Schicksal. Nochmal die Hummel und dann hinterher der T-34-85. Da war ich allerdings auch so beschäftigt auf der Flanke hier, dass ich es relativ spät erst mitgekriegt habe, dass das ganze eigene Team mehr oder weniger schlagartig kollabiert ist, nachdem es relativ lange ausgeglichen war und dann von jetzt auf nachher einfach das ganze Team weg war. Konnte ich auch nichts mehr machen. Ich meine, nicht, da braucht man dann schon einen Panzer mit extrem hohem Potenzial, der viel tanken kann. Wobei ich hier 1100 Damage geblockt habe. Naja, ich würde sagen, wir gehen uns noch kurz den Kampfbericht angucken. Eine Niederlage, Gunmark Nummer 3. Das war wieder Überlegenheitsabzeichen, 2. Klasse. 1831 Erfahrung, die Credits kann man hier mal dahingestellt lassen. Im Teamscore nach Erfahrung sortiert bin ich auf Platz 1 gelandet und da lässt sich dann auch ablesen, warum das Match mehr oder weniger so schnell gekippt ist. Der T6 hat mitgespielt, das ist ein Vierer mit 777 Damage im 6er Game, da braucht sich definitiv nicht verstecken. Fast 1400 Schaden auf dem T67 im 6er Match auch. Eine solide Leistung. Der M5A1 mit 1300 Schaden. Auch top, da würde ich überhaupt nichts kritisieren, aber wirklich der komplette Rest vom Team hat hier an der Stelle mehr oder weniger komplett versagt. Wobei es im Gegnerteam auch so ein paar Komplettausfälle gab. Der T-34-85 hat natürlich Monster-Game gehabt mit 3222 Schaden und 7 Kills. Ich bin nur auf 2066 Schaden gekommen, nur in Anführungsstrichen 4 Kills, 872 Basiserfahrung, detaillierte Bericht 58 Mal geschossen, 39 Treffer, 20 Durchschläge. Das ist wie, ja, ich meine, ihr konntet es ja selber sehen im Replay, es ist dem mageren Gunhandling zu schulden und dann noch zusätzlich der niedrigen Pen. Damit auf die 2066 Schaden gekommen, 1076 über 300 Meter,
Selber 18 Treffer erhalten, 5 Durchschläge, 13 Nicht-Durchschläge und 3-mal Splash. Damit die 1800 Damage blockt. 1156 Spotting kam noch oben drauf, dann sind wir bei knapp 3200 kombinierten Schaden, 900 Meter gefahren. Und das Minus hat hier, glaube ich, sogar gestimmt. Knapp 45.200 Minus gemacht in der Runde. Also ich würde sagen, mit 3200 kombinierten Schaden auf jeden Fall eine gute Runde für mich gewesen. Auch wenn es letztendlich nicht für einen Sieg gereicht hat. Ich habe die dritte Gunmark damit erreicht. Der Panzer steht mittlerweile schon ausgeschlachtet in der Garage. Also der hat es auch mehr oder weniger hinter sich. Den werde ich auch nicht mehr spielen. Falls euch das gefallen hat oder falls ihr für euch da was rausziehen konntet, würde ich mich über einen Like freuen. Falls ihr euch generell für sowas interessiert, einfach den Kanal abonnieren. Da kommen regelmäßig immer wieder Replays zu Tank Reviews mit Gunmarks. Und falls ihr irgendwelche Verbesserungsvorschläge habt, dann einfach in die Kommentare damit. Ansonsten wünsche ich euch weiterhin viel Spaß beim Zocken und melde mich ab.